Digga, ich... Alles ist Kuchen. Warum ist alles aus Kuchen, Mann? Jeder hat TikTok außer mir. Ich merke das jetzt erst. Jetzt gucken wir uns... TikToks warte, an. Warte. Nicht schon wieder Furz. Das waren richtig leise Furz. Da hast du 4 Stück so... Wir schauen uns jetzt TikToks an, Leute, gemeinsam. Das wird arschgeil. Du bist ja auf TikTok richtig drin, ne? Ja, so ein bisschen. Du hast ja richtig einen Plan. Und ich würde dir gleich jetzt mal ganz kurz meinen Lieblings-Creator zeigen, wenn das geht, ja? So, das ist mein Favorite. Ich glaube, ich muss mir dafür noch einen Account machen. Soll ich mir einen TikTok-Account machen? Sonst? Ja! Ich will Rebi schon die ganze Zeit dazu überreden, dass er TikToks macht. Okay, Leute. Aber auf richtig cringe. Dieses Video, 100.000 Likes, ich mache meinen TikTok-Account. Armin hat TikTok. Ich sag's, wie es ist. Dann mache ich mir einen TikTok-Account. Ich werde mit dir mein erstes TikTok machen, okay? Dann mache ich das. Sonst nicht. Leicht ist jetzt? Perfekt, wir fangen an. Hey Leute, mein Name ist Stroppo, ich bin Musiker. Okay. Ein Skrrr. Ja, ein Fallal. Stroppo ist chillig. Das ja, hast du so den ein gefunden? Einfach auf der For You-Page? Ja. Der ist funny, der Typ. Stroppo war für mich heute Highlight, Alter. Also Leute, ich werde auf jeden Fall nächste Woche auch mit Stroppo mal streamen, Digga. Das ist so ein Ehrenbruder, Digga. Der ist so... Ach, Digga. Heute gibt's neue Tiere. Ein flauschiges Miu, Miu, Miu. Miu, Miu, Miu. Viele kleine Flattertas. Die machen in mein Essen immer ihr Scheiße. Oh mein Gott! Warum hat er da Tiere drin? Weiß ich nicht. Will ich alles wegschmeißen! Also man lernt bei ihm schon was, oder? Man weiß es nicht ganz genau. Hey Leute, na? Ihr seht schon, ich lache nicht. Ich möchte über etwas sprechen mit euch, und zwar sehr ernst. Es gibt da eine Sache auf TikTok, die geht mir tierisch auf die Nerven. Warum ist dieser dämliche Gorilla da? Markiere deinen Lieblings-TikToker unter diesem Video. Wenn er nicht antwortet, ist er abgehoben. Leute, die solche Videos machen, versuchen sich Unmengen an Views zu ergaunern, indem sie euch dazu benutzen, mir oder anderen größeren TikTokern ein schlechtes Gewissen einzuhauchen. Und so viele machen mit. Solche Leute haben keine Views oder Kommis verdient. Und ich mach dann nicht mehr mit. Und das nicht, weil ich abgehoben bin. Der ist ja übelst chillig. Sondern weil ich 100 Stück davon am Tag kriege. Das ist Belästigung. Er ist über funny, oder? Übelst. So ein korrekter Kerl, Mann. Hey Leute, Lifehack. Meine Mama hat mir gezeigt, wie man Fruchtfliegen sammelt. Einfach ein Papier in ein Glas oben und unten ein kleines Loch lassen. Dann kommen die rein, aber nicht mehr raus. Licht aus und warten, bis die schlafen. Und dann einfach ausleeren und essen. Was? Alter! Was ist Digga, das nein bitte? Oh nein, was Digga, oh ist das nein bitte? Das ist eh so fake. Ja. Das ist so fake. Hä? Genau, ja, Zehner. Natürlich, Digga. Auch noch so Russen, krass, auch noch Russen. Oder? Oh, Russen sind so peinlich und ich bin Russin. Ist dir peinlich, Russin zu sein? Richtig. Wenn ich das schon sehe, ist es richtig peinlich. Das ist hä cringe und dumm. Digga, ich hab das Problem, dass ich auf TikTok nur sowas finde, Digga. Wenn du das schon mal gemacht ey hast. Ey, Mac ist Bauarbeiterin. Deine Eltern angelogen. Alkohol getrunken. Geraucht. Jemanden geschlagen. Etwas über 500 Euro kaputt gemacht. Etwas Schlimmes auf jemanden geschoben. Eine Ameise kaputt getreten. Jemanden unter Wasser getunkt. Deine Haare selber geschnitten. Etwas ja kaputt gemacht und ja niemanden gesagt. Boah, sind wir jetzt wild? Sind wir jetzt bad Menschen? Wieso hat das 120.000 Likes? Ich sag's dir, TikTok, ich verstehe es selber nicht. Ich check's selber nicht. Bro, das ist alles so unangenehm, Digga. Komm über. Was ist das denn? Was soll das? Oh. Hä, warum? Das kann ja nur scheiße schmecken. Wenn ich das Geier zeige, der schlägt mir ins Gesicht. Ja. Digga, das vor ist allem auf einem iPad. Check ich nicht. Ah, Nathan kenne ich auch. Junge, Alter, die Pfütze ist ja richtig tief, ey. Die ist tief? Warte mal ganz kurz. Ich hol den Stock, dann können wir gucken. Warte kurz. Ja, die ist doch nicht tief. Nathan? Ist es fake? Oder ist es echt so?
Ich glaube, Sandra, ich glaube, der ist tot. Ach, Digga, ich hasse das, Digga. Alles ist Kuchen. Kennst du diesen Trend? Komm, wie mal, kann man denn so eine verfickte Feindarbeit haben? Ich sag's dir. Irgendwann sehe ich einen Penner in der Innenstadt, der sich ins Bein schneidet, weil er denkt, sein Bein ist Kuchen. Guck mal. Guck mal. Das ist... Es ist krass, ja. Das aber ganz ehrlich, Digga... Revi, nein. Sandra, alles ist Kuchen, Mann. Checkst du's nicht? Die Welt ist Kuchen. Warum? Das ist krank. Warum ist alles aus Kuchen, Mann? Warum ist alles aus Kuchen, Ammonakul? Erdbeben. Was soll das, Digga? Ich verstehe nicht, was das soll. Nina Rohle, kennst du die? Nein. Die hat Hashtag Comedy drin, also wird's ja lustig sein. Steffen, nein! Nicht dieses Mal, Steffen! Nicht dieses Mal! Das ist für mich kein Comedy. Warum soll ich mir einen TikTok-Account machen? Ich muss da ran und helfen. Oh, no. Oh. Geil, das ist cool. Das war's an der Stelle, Bro. Mama, ich möchte sofort mein Handy zurück. Wie heißt das Zauberwort? Paragraph 985 BGB Herausgabeanspruch. Ich kenne kein GBD. Papa! Ja, mein Schatz? Ich habe meine Superkräfte! Du hast Superkräfte? Ja. Was denn, mein Schatz? Papa, ich kann dich angucken, ohne zu kotzen. Dein Ernst? Also fake, das Kind, ne? Das ist halt fake und du wirst ja niemals ein Kind finden, das es einfach so sagt. Also warum muss man denn das Kind da so, also, ach, scheiß drauf, Digga. Leute, ich wollte ganz normal Ei kochen. Auf einmal, schau, da ist Glück, Leute. Nein. Hä? Oh mein Gott, nein, bitte. Oh, er kommt raus. Oh mein Gott! Ach, Digga, Alter. Ich hätte es gefeiert, wenn da wirklich eins drin gewesen wäre, die jetzt mit in die Pfanne geschmissen, wa? Auch ich als Vegetarier lache. Digga. Aber die Idee ist witzig, aber es ist schlecht abgedreht. Absolut. Ah! Ach, Digga. Das oh, Luca Sandy. Hat so viele Likes auf TikTok. Ja, Luca geht übelst ab auf echt? TikTok, ja. Aber nur, weil er so Locken hat jetzt, ne? 2,2 Millionen Follower. Cool. Aber guck mal, abgehoben, der folgt keinem, ne? Ja, mir auch nicht. Arschloch. Boah, weißt du, was sie da getillt haben vor einer Woche? Guck dir jetzt mal die Kommentare an. Alle so, boah, Luca, die ist voll scheiße mit, aus mit Locken. Hä? Haare, Wette verloren. Das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Hey, yo. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hey, der hat keine Wette verloren. Der hat das freiwillig gemacht. What the fuck? So? Nein. Ah, das ist Demi. Was soll die Scheiße? Slow-mo Water Prank. Was für Prank. Peinlich. Right foot, two stops. Stop. Ey, left foot, two stops. Slide to the left. Slide to the right. Criss-cross. Cha-cha, real smooth. Das ist übrigens... Die Performance am Ende war jetzt nicht so stark. Ja. Ansonsten gut. Also, kennst du das? Nee. Guck es dir an. Was macht der da? Hä? Hä, hey, what the fuck? Ja, ihm ist eklig. Ich habe alles in meine Pizza bekommen. Was? Warum haben wir keine Todesstrafe? Da bin ich jetzt mal gespannt. Warum haben wir nicht, wie in den USA, eine Todesstrafe? Und die Antwort lautet... Grundgesetz. Nun ja, Deutschland hat die Todesstrafe mit der Gründung des Grundgesetzes im Jahr 1949 aus vor allen Dingen drei Gründen abgeschafft. Ich bin krass, oder? Ich bin krass, Sandra. Ich bin und einfach... Nummer eins, die ich bin einfach krass. Ich weiß sowas, Digga. Macht uns nicht besser. Sie stellt uns auf eine Stufe mit dem Täter. Grund Nummer zwei, die Todesstrafe ist wirkungslos. Es gibt keinerlei Statistik, die belegt, dass dadurch in der Folge weniger Straftaten begangen werden. Mhm. Und Punkt Nummer drei, die Todesstrafe ist unwiderruflich. Richten wir einmal einen Unschuldigen hin, können wir diese Tat nie wieder gut machen. Das ist so. Doch, man kann safe einen wiederbeleben. Paluten hat jetzt auch TikTok. Was?
Was? Hallo? Jeder hat TikTok außer mir. Armin hat TikTok. Like dieses Digga. Like dieses Video. Ich mach das jetzt, Sandra. Ich zieh das durch. Ich mach das. Welche Pizza bist du? Also ich will gerne Pizza mit viel Käse drauf und Pizza Pasta? Was macht Paluten? Der ist Pizzatester. Ich möchte, dass du bei deinem ersten TikTok-Video einen richtig cringigen Dance tanzt. Nein, hat Monte TikTok? Montana Black hat keinen TikTok, oder? Jeder hat TikTok außer mir. Ich merk das jetzt erst. Nimm einfach, Digga, keine Ahnung. Nimm einfach wieder den obersten. Oh, der riecht gut. 3, 2, 1. Perfekt, Bro. Gleich, ey, Montana einfach, Black ist einfach so ein Digga, Mut. Komm, wir gucken bei Rezo rein. Ist das Avatar? Was ist das? Ah. Oh mein Gott. Ist ein Arm, ne? Passt. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht relaten, Bro? Die Kanalreiniger. Oh mein Gott! Alter, what the fuck? Boah, hab ich immer gemacht früher, ne? Nein! Natürlich, also mit 12? Charlie schreiben ganz viele. Charlie, wer ist das? Die größte TikTokerin auf der ganzen Welt. 74 Millionen Follower. Ja, und die ist 19? Ist sie Single? Das weiß ich nicht. Mit der blauen Flecken. Ja, ich weiß, sie wurde irgendwie operiert. Was? Oder die wurde operiert oder so. Ich ja, aber es ist halt dieses nur Dancen. Check ich nicht, keine Ahnung. Wer ist dein Lieblings-TikTok-Account, sag jetzt mal. Addison Rae. Die wird dir vom Aussehen super gefallen, Revi. Charmant, gut aussehend. Jetzt muss ich aber der größte TikToker Deutschlands ganz schnell werden. Ja. I'm a savage. Ich muss mir TikTok machen. Sandra, ich muss mir einen TikTok-Account machen. Ich hab's dir gesagt. Mach dir einen, Bro. Verliebt, ergänzt sich. Ich muss mir einen TikTok-Account machen. Nossi hat auch, Digga. Ach nein, Jens, bitte. Digga, hat Evive auch rein? Ach, du Scheiße, Mann! Manni, kann sein, dass du die Toilette verwechselt hast mit einem Wäschekorb? Das ist so peinlich, dass der einfach für einen TikTok in den Wäschekorb reinpisst, ne? Kann jedem mal passieren. Das ist doch schlimm. Und dann hab ich doch gerade. Ist so, ist aber echt so. Das ist echt kann so. Nicht sein! Wir brauchen. Ich weiß nicht. Katja hat auch. Katja hat auch TikTok. TikTok? Wir spielen jetzt, würdest du. Für jede Sache, die du machst, machst Katja doch nicht aus. Einen Finger nach oben. Würdest du für 100 Euro deine Augenbrauen abrasieren? Würdest du für 100 Euro dich eine ganze Woche nur von Fastfood ernähren? Würdest du für 100 Euro einem Fremden deine Liebe gestehen? Würdest du für 100 Euro eine Woche lang auf dein Handy verzichten? Würdest du für 100 Euro alle... Das ist dumm, weil 100 Euro sind nicht viel Geld für uns. Joke. Standardskill nicht auch noch, komm schon, Digga. Ihr könnt nicht glauben, ich glaube, hier wird eingebrochen, irgendwas. Oh mein Gott, warte, komm mit. Ey, raus da, wer ist hier, hallo? Ach, Herr Lama, du bist es. Leute, ich bin verwirrt. Ich bin absolut verwirrt und ich würde sagen, wir sind an der Stelle hier komplett durch mit dem Stream. Amen, zack, macht's gut. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss.